Und in dieser Woche haben die deutschen Innenminister über mehr Videoüberwachung diskutiert. Und dabei kann, das ist Fakt, jetzt schon keine mehr die Massen an Filmmaterial sichten, die da anfallen. Trotzdem will Innenminister Friedrich noch mehr Kameras im öffentlichen Raum. Martin Sonneborn hat die Grundsteinlegung in seinem neuen Innenministerium für uns videoüberwacht. Wir wollen heute einmal die Frisur des Innenministers möglichst lückenlos überwachen. Denn wir haben schon lange den Verdacht, dass sich unter dieser wirren Haartracht ein ernstes Sicherheitsproblem für Deutschland verbirgt. Trauen Sie einem Innenminister, der nicht mal richtig für Ordnung sorgen kann, auf seinen Kopf? Nee. Mit der neuesten Überwachungstechnik ausgestattet, nähere ich mich dem Zielobjekt. Durch die Spezialoptik komme ich ganz dicht an die Problemzonen des Ministers heran. Und meine schlimmsten Befürchtungen bestätigen sich. Auf dem Kopf des Innenministers herrscht Chaos. Ein Chaos, das uns alle bedroht. Auf dem Hinterkopf des Ministers hat sich eine deutliche Sicherheitslücke aufgetan. Das Problem ist, der Minister drückt leidenschaftlich gern rote Knöpfe, meist ohne zu wissen, was sie bewirken. Ein bisschen weiter höher. Ja, ein kleines Stück höher. Danke. Ja, danke schön. Danke. Helfen Sie halten, oder? Die Sicherheitsleute des Ministers sind ahnungslos. Meine Untersuchung ihres Rechenzentrums bringt es ans Tageslicht. Das blanke Nichts. Wie viele Kameras werden hier im Gebäude installiert? Naja, also das wird doch eine erhebliche Anzahl, denn die Sicherheit muss gewährleistet werden. Wird es über Ihrem Arbeitsplatz auch eine Kamera geben, auf Ihren Kopf gerichtet? Also sagen wir mal so, ich werde natürlich von meinem Arbeitsplatz aus schon die Kontrolle behalten über die Dinge. Das finde ich gut. Mehr kann man von einem deutschen Innenminister, glaube ich, nicht verlangen. Also, ich denke, es ist insgesamt eine gute Geschichte. Kameras sind da, Gerüst ist da, Sie sind da. Ja, zum Glück bin ich da und kann einen Chef der Bundespolizei fragen. Ich habe mal eine Frage. Würden Sie sich auch mehr Überwachungskameras in Deutschland wünschen? Grundsätzlich nicht, nein. Nee, also ich fühle mich sicher, ich fühle mich wohl. Und wenn Sie mich jetzt nicht überwachen würden mit Ihrer Kamera, würde es mir noch besser gehen. Die Bundespolizei fühlt sich auch ohne Kameras pudelwohl. Und um den Minister werde ich mich jetzt mal kümmern. Das hier ist das zukünftige Büro von Innenminister Friedrich. Seine Kamera installiere ich hier schon mal. Millionen Überwachungskameras für jeden einzelnen Bundesbürger hat der Minister bereits bestellt. Und damit gebe ich zurück in die Sicherheitszentrale nach Köln. Martin Sonneborn schließt eine entscheidende Sicherheitslücke.